Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part haben wir schon angefangen, den ein oder anderen Kometen zu machen. Und das soll in diesem Part nicht aufhören. Nein. Ich meine, ich hatte mir ja die Freiheit gegönnt, einen nicht direkt zu machen. Weil er blöd sein könnte. Alles mit dem Wirbelbohrer ist ja erstmal, ne? Ist ja erstmal nicht das Allerbeste. Von daher. So, Kometenalarm. Schauen wir mal, was das ist. Das ist bestimmt auch irgendwas. Risikokomet, diese bösen Borpedos. Was ist das denn? Risikokomet. Ach, ohne Gegentreffer? Okay. Challenge accepted. In glasklarem Englisch. Das Coole ist, man darf sofort dort starten. Das finde ich gut. Ich hasse es nämlich, wenn man dann erst noch den Weg machen muss. Und ne. Okay, Kraft, einen einzigen. Aber hier finde ich es ja, eben hier muss ich ja sagen, finde ich es schwer zu laufen. Dadurch, dass die Kamera so ist, wie sie ist, müsst ihr euch vorstellen, ich kann jetzt noch mit rechts und links laufen. So, wenn ich jetzt aber wieder neu laufen will gleich, und das ist in einer anderen Kameraperspektive, muss ich nach oben drücken oder nach unten. Und ja, haltet mich für bekloppt, aber das finde ich ein bisschen kompliziert. Ja. Bono, ist doch nicht kompliziert, man. Ist voll einfach. Nur so gucken. Ja, ist ja gut. Wow, 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 wow. Borpedos. Ja, ja, witzig. Haha. Die sind durchaus eine Gefahr. Jeder Ding schon um. Nein! Nein, 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 nein. Ach, komm. Nein! Nein, ich hab Angst. Ich hab Angst, ich hab Angst. Jetzt, siehst du, jetzt wollte er zum Beispiel nicht laufen. Das ist ja einfach nicht gelaufen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das ist nicht so leicht. Da haben wir auch gut gemacht. Ich meine, First Try. Alles, was First Try ist, ist ja erstmal nicht so verkehrt. Das ist noch einfach, das Spiel jetzt wohl, oder? Das ist jetzt noch so. Einfach. Nur damit du das weißt, brauchst dich gar nicht so cool fühlen. Fühl dich nicht cool. Ich tu doch. Ich hab mich überhaupt nicht cool gefühlt. Nur gesagt, dass es im ersten Versuch war, falls du es nicht gemerkt hast. Ich hab das gemerkt. Ist ja gut. Meine Fresse. Hast du das? Hochgartengalaxie. Wir haben übrigens zwei Teile. Das habt ihr im letzten Part nicht mehr gesehen. Am Ende ist noch ein Risikokomet aufgetaucht. Da wir gerade in der Nähe sind, in der Hochgarten-Galaxie, und das eine nette ist, eine nette Galaxie, können wir das machen. So, Kometenalarm. Dino Piranha Junior im Schnelldurchlauf. Ach, auf Zeit. Ich glaube, die ganze Mission auf Zeit. Wir sind ja überall, das sind ja überall Uhren, Mann. Das ist easy. Ist ja gut, Mann. Halt dich mal ein bisschen zurück. Das haltet euch doch mal zurück. So, wir haben 20 Sekunden. What? Muss ich da rein? Ist das so eine Anzeige nach dem Motto, Alter? Geh da rein. Sei nicht dumm. Sei nicht dumm, nimm eine grüne Röhre zur Hilfe. Nein, 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 nein. Mach doch keinen Scheiß jetzt. Jetzt lauf, Mario, lauf. Du musst doch ein bisschen mitspielen. Nein, ich kriege das jetzt auch nicht hin. Ich weiß, ich bin gut und ich kann viel ausgleichen, was du verbockst, aber alles dann auch wieder nicht. Scheiße. Warum mache ich das? Das ist dumm. Das ist absolut dumm. Geh einfach voll auf schnell fertig werden. Kannst du rüberspringen? Eine Uhr? Irgendwie wäre ich das. Wenn man Gegner besiegt, kriegt man dann Uhren? Kann das sein? Das kann so nicht richtig sein. Das kann so nicht richtig sein. Ne, mit einer Sekunde werde ich das nicht schaffen. Nee, mit einer Sekunde kann ich das nicht schaffen. Ja! Ich glaube, wenn man die Gegner besiegt, kann man Uhren kriegen. Das werden wir gleich mal testen. Einfach mal hier draufspringen. Das gab mir keine Zeit, okay. Dann waren die Uhren an einer anderen Stelle. So viel ist sicher. Auf jeden Fall war das
keine sonderlich ruhmreiche Leistung. So wie können wir sagen. Was sind denn die fucking Uhren? Komm schon, Uhren. Vielleicht, wenn ich den Gegner hier besiege, krieg ich dann eine Uhr? Nein, es zählt einfach nicht als Uhr. Okay, ich habe hier auch unfassbar viel Zeit liegen gelassen, ne? Das kann man durchaus so sagen. Lohnt sich das? Das lohnt sich doch nicht. Wobei, 10 Sekunden. Ah, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Da ist noch eine Uhr, aber doch, das lohnt sich schon. Was ist das denn so schwer? WTF? Das ist doch nicht so schwer. Kann doch nicht so schwer sein. Gib Mühe. Da sind jede Menge Uhren. Nein! Jetzt darfst du keine Fehler erlauben. Nimm dir die nächste Uhr, nimm dir die nächste Uhr. Wir am besten alle Uhren, die hier. Gut. Richtig gut. Oh, auf dem Arsch. Komm mir entgegen, komm mir entgegen, komm mir entgegen, komm mir entgegen, komm mir entgegen. Nimm auch die Uhr dabei mit. Nein, komm, hau doch! Hau jetzt! Ich schüttel wie so ein Wahnsinniger! Ah. Ey, da. Fünfmal. Schüttel ich hier, bis mir die Hand weh tut. Tut mir sowieso schon weh. Wo sind jetzt die Uhren? Oh Gott. Das wird scheiße knapp. Das wird scheiße knapp. Du rennst doch jetzt. Der rennt nicht weg. Oh, scheiße. 14 Sekunden. Oh, das könnte klappen. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Es klappt. Den Stern darf ich jetzt aber in Ruhe einsammeln, oder? Ich denke. Fuck my life. Meine Hand tut weh. Gut. Endlose Sequenz des Sterneinsammelns. Dankeschön. Galaxie komplett. Das liest man gerne. Und jetzt taucht da einer auf. Und ihr seht, eventuell daneben ist auch einer. Es ist jetzt die Frage, wollen wir das ein bisschen aufheben? Nicht alles am Stück verbraten, die guten Sachen. Weil das ist vielleicht dumm, ne? Wenn ich jetzt hier alle coolen Kometenmissionen mache, direkt. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Wir machen mal einfach hier irgendwas, was uns anpisst. Was ist das da eigentlich? Was ist das eigentlich? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ach so, eine Abkürzung. Wer will denn eine Abkürzung benutzen? Wir könnten... Kommen wir mal die Frostflockengalaxie mal. Das ist auch ein relativ langes Ding. Wo ich aber eigentlich auch der Meinung bin, dass es das genauso in Galaxie 1 gab. Ein Schneebowser? Nee. Habe ich Galaxie 1 reingelegt und es nicht gemerkt? Ich finde, die Spiele sind total identisch. Wahrscheinlich vertue ich mich komplett, aber das kommt mir alles... Die Welten kommen mir alle so identisch vor. Ich täusche mich doch, oder? Natürlich täuschst du dich. Aber... Geheimer Stern? Eventuell? Mit Münzen? Ach, da ist Luigi! Hey! Altes Haus. Stehst du hier? Ist dir kalt? Ist mir egal. Du bleibst da stehen. Hier will ich nichts zu tun haben. So. Mario, mit solchen Leuten, ne? Kriegst du ab heute keinen Kontakt mehr. Wir gehen weiter. Die blöde Feuerblume, die so scheiße ist, dass man ständig sich eine neue holen muss. Das ist toll. Ah, ich hasse die Feuerblume. Was muss ich hier eigentlich machen? Muss ich eigentlich nur den Bowser treffen? Ein paar Mal, oder... Ist das hier schon so ein Ding, wo man... Ne, wir müssen nur den Bowser treffen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier schon so richtig alles durchsuchen muss. Ich glaube, hier ist die Kometenmünze. Ganz fies. Nee. Oder auch nicht. Oder wir brauchen diese Münzen. Irgendwas war damit mal. Es kommt mir so vor, als würde ich das kennen. Es kommt mir auch so vor, als wäre hier... so ein Affe versteckt. Ach ja, die Erinnerungen spielen einfach hier komplett verrückt in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Man hat das Gefühl, man kennt hier alles, aber man kennt nichts.
Was war das denn hier? Hier war doch was. Vielleicht war hier der Münzluma drin. Das kann sein. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch... So 19 Münzen wird zu wenig sein. Vielleicht sind es ja 20, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist auch zu wenig. Wahrscheinlich will der 30. Und wir hätten uns kümmern müssen. Haben wir aber nicht, weil wir scheiße sind. Ich bin nicht scheiße, nur du bist scheiße, Bolo. Okay. Das ist auch wieder recht. Ich sollte nicht immer wir sagen. Da ist die Kometenmünze. Ich hab's gewusst. Ja, wusste ich. Nein, man darf nicht immer wir sagen. Nur bei guten Dingen wir sagen. Und bei schlechten Dingen ich sagen. Das ist so eine Sache, das lerne ich auch nicht mehr, glaube ich. Das ist wichtig im Let's Play-Geschäft, dass man diese Dinge beachtet. Glaubt ihr mir nicht? Es ist aber so. Müsst ihr mal drauf achten bei euren Idolen. Die werden das einhalten. Ich bin mir da fast sicher, dass die das einhalten. Und nicht so dumm sind wie ich und dann sagen, ja, Mist gebaut. Als ob. So. Wenn euch da jetzt... Achso. Kann zum Bowser gehen. Jetzt schon. Okay. Achso, dann brauche ich auch eigentlich gar... Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Genauso habe ich es mir auch gedacht. Ich dachte eigentlich, ich bräuchte jetzt nochmal so eine Schneekugel, aber... Nö. Nein! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ahne. Fürchte... Liches oder auch nicht. Ich kann es noch verkacken. Das sollte nicht zu vorschnell sein. Ich kann es noch ganz gut kacken. Nein. Das kann er gut. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Part. Wenn ich das so entschieden habe. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock habt. Ne? Ist halt die Frage. Wenn ihr Bock habt, seid ihr dabei. Wenn nicht, dann nicht. Leute, haut rein. Bis dann. Und ciao.